Ach ja, man hört mich ja noch gar nicht. Einen guten Abend jetzt. Ich ändere mal nochmal das Licht. Guten Abend, Donnergott. Donnergott wahrscheinlich mit einem N jeweils. Du bist neu dabei. Ja, ich hab gerade gesehen, du bist mir neu gefolgt. Vielen Dank. Wie kommst du denn dazu? Heute kein Forge of Empires. Ah ja, genau. Über Forge of Empires kommst du dazu. Nee, heute kommt kein Forge of Empires. Richtig. Heute spiele ich Jagged Alliance etwas weiter. Genau. Forge of Empires. Hatte ich jetzt quasi wieder angefangen, nachdem ich lange Zeit Pause gemacht habe. Und ich spiele jetzt vor allem das Event, das Neue, weil mir gefällt das sehr. Und da ich mich so viel damit be be befasst habe, habe ich dann das Video dazu gemacht und deswegen bist du wahrscheinlich auf mich gestoßen, nehme ich an. Durch das kurze Video oder durch die langen, oder also die Streams. Ja. Genau, ich habe das ja zusammen mit den anderen hier in den Streams quasi ergründet. Das war sehr cool, was im Prinzip die wichtigen Sachen bei dem Event sind. Genau, das nächste Event ist das Winter-Event. Das ist auch schon auf dem Beta-Server spielbar. Aber das ist wie letztes Jahr Winter. Also da gibt es nichts Neues zu berichten. Von daher werde ich da auch nichts berichten. Genau. Also kann natürlich sein, dass ich demnächst wieder FOE streame und mal schaue, wie weit ich bin. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie weit ich gekommen bin am Ende mit meiner Taktik und ob das jetzt besonders erfolgreich war. Aber ich hatte auch schon ganz schön viel Pech, also teilweise. Heute hatte ich auch mal wieder so eine Runde, wo ich irgendwie über 500 Zähne gebraucht habe. Weil ich immer die falschen Gegner bekommen habe. Dann musste ich immer wechseln und dann hab ich gewechselt und habe immer die falschen Karten wiederum bekommen. Das war sehr ärgerlich. Tyrawal, hallo, guten Abend. FOE-Zuschauer bei Jagged Alliance 2, ja. Kommt vor, ne, Tyrawal? Also den Tyrawal habe ich ja auch so ein bisschen mit Jagged Alliance auch angefixt. Der kommt ja eigentlich auch aus dem FOE-Universum. Wie steht's denn eigentlich bei dir, bei Jagged Alliance 3, Tyrawal? Und ich bin spät da. Nachtsichtgerät hat, ich glaube, ich hatte schon verteilt, was ich hier an Beute gesammelt habe, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Konrad hat auch schon Nachtsichtgerät, also ich denke schon, dass ich hier schon verteilt habe alles. Das heißt, ich kann direkt in den nächsten. Ja, gut, das dachte ich mir schon, Thürer, weil dass du nur kurz bleiben kannst. Ja, Donnergott, genau das ist aber auch so meine Erkenntnis. Also zwei Dungeons gehen eigentlich immer mit den 10, die man jetzt so bekommt. Ja, andererseits kann man natürlich die Rush-Quests alle vollständig durchspielen. Dann hat man erstmal einen gewissen Vorrat an 10, aber das mache ich tatsächlich auch nicht. Also ich setze da jetzt auch keine Beschleuniger ein eigentlich, um schneller durchzukommen. Warum sollte ich auch? Also ich habe eh im Moment meistens
irgendwie ein, zwei Dungeons, die ich nur spielen kann und dann stimmt der Tipp ja nicht mehr. Und dann spiele ich halt das dritte meistens einfach so in dem sparsamen Modus. Genau. Tja, weil wenn Baldur's Gate auch nicht richtig vorangeht, dann ist ja beides on hold. Genau. Naja, nee. Alles gut. Ja, ich bin heute spät da, weil ich habe meine Tochter gerade noch ins Bett gebracht und da Ferien sind, muss ich auch nicht so früh aufstehen, weil ich sie ja nicht so früh in die Kita bringen muss, in den Hort und auch das nicht in die Schule bringen muss. Ja, die Umgewöhnung. Sondern meine Frau sie in den Hort bringt. Genau. Und von daher können wir ein bisschen länger schlafen. Deswegen geht's jetzt ausnahmsweise nochmal wieder mit spät live kommen. Genau. Und bevor ich hier wieder nicht weiterkomme. Baseball-Saison ist in 5 Tagen vorbei. Baseball-Streams musst du dir immer angucken. Musst du. Bist du dazu verpflichtet? Genau, was mir auf jeden Fall bei Alma noch aufgefallen ist, ich habe hier zwar alle Türen geöffnet und alles mir angesehen, ob da noch irgendwo Beute drin ist, die ich looten konnte. Ich habe komplett dieses kleine Häuschen vergessen. Da war ich noch gar nicht. Alright. Da muss Trevor jetzt noch schnell hin und sagen, nichts drin, wie wir das von ihm kennen. Zwei neue LG gestellt. Welche hast du denn gestellt? Das ist das, was ich meine. Das gefällt dem Arak so sehr. Nichts drin? Juhu! Nichts drin? Alright. Nichts drin? Tatsächlich. Alle Schränke leer. Gut. Juhu! Habe ich ja auch nichts verpasst, würde ich sagen. Okay. Hier Klimaanlage. Geh Ja. Wasser. Bin bereit. Geh Achso, Wasser. es scrollt ja die Spieler durch. Das Vertigo-Projekt. Das ist doch dieses neuere, das es seit einem Jahr gibt. Ja. Letzten neuen Zeitalter, oder? Also die sind doch alle sehr gut, diese neuen legendären Gebäude. Soweit ich mich erinnere. Raumfahrt Mars. Hallo, ihr beiden. Bring me back on the railroad track. Railroad track. Ist es ein Song? Sagt mir nichts. Vertigo-Projekt, ist es das Virgo? Das lohnt sich nicht wirklich. Das braucht man nur so als Panzerbrecher sozusagen. Sie. Aber das braucht man eigentlich nicht, wenn man eh schon gute Angriffswerte hat. Dann hilft es einem auch nicht Ist mehr. gut. Also eigentlich lohnt sich das Virgo nur, wenn du dann am Ende von den Gildengefechten schon bei 100 Zermürbung bist oder sowas pro Tag und dann noch drei Kämpfe mehr machen willst, weil dann ja, kannst du halt noch irgendwie dreimal versuchen und schaffst vielleicht noch damit durchzukommen. Also
Oder wenn du in der Schatzjagd, ach, Schatzjagd heißt es ja da nicht, in der Gildenexpedition noch nicht bis zum Ende kommst, dann hilft es auch noch bei bestimmten Situationen. Aber dann muss man das dann auch in diesem Moment ernten, weil sonst verbraucht man die Versuche woanders, wo man sie dann nicht wirklich braucht. Genau, das ist so der einzige, das einzige, wo man das Virgo vielleicht nutzen kann. Aber ja, wenn man erstmal die Kampfwerte so hoch hat, wie ich beispielsweise sie vor einem Jahr hatte und jetzt immer noch habe, dann braucht man das auch nicht mehr. Und das geht ja mittlerweile auch alles viel schneller, weil auf all den Gebäuden noch viel mehr Prozente drauf sind. Es noch viel einfacher wird mit dem Kämpfen. Genau. Nicht zu schnell. Ich muss mitschreiben für Test. Ja, der andere, der testet dann Kathleen immer, ob sie alles richtig mitgeschrieben hat. Das war bei unserem Treffen auch so. Okay. Also, wir haben festgestellt, es ist nichts mehr zu sehen gewesen in dem Gebäude. Wir haben zwar einen Verletzten, Carlos, der ist aber auch nicht stark verletzt. Und ich würde gerne den nächsten Sektor machen, weil ich sonst nicht weitergekommen bin in der letzten Zeit wegen Forge of Empires. Also, geht's direkt weiter hier. Alma, nächster Sektor. Ja, wir rufen Feind ausgemacht. alle zusammen Bereit halten. und holen uns Sektor H14. Feind hört mit. Genau, hier ist der Zaun. Jetzt erinnere ich Ärger im mich. Anmarsch. Ich kann es fühlen. Ja, Ja. das ist natürlich nicht so gut, dass ich jetzt die ganze Miliz mitgenommen habe. Macht mal alle Positionen halten. Genau. Ich sag Position halten und sie bewegen sich. Lustig. Ja. Genau, dann noch die Rucksäcke. Sehr schön. Hier ist der Zaun. Mit dem Loch. Ja. Ja. Aus dem Wagen. Armeen des Feindes. Gut. Es klappt, glaube ich, nicht mit dem Anschleichen. Jetzt hat Carlos schon Armeen des Feindes detektiert. Ja. 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 Sie. Mal, ob wir noch mal rauskommen. Ja, wir kommen auch noch mal raus. Ja. Aber es wird nicht klappen. Ja. Ja. Können wir uns, Ja. denke ich, schon darauf einstellen, dass wir gleich kämpfen müssen? Ja. Wo ist denn Bin bereit. Chris? Bin ich Ja. denn? Mein alter Ja. Ego. Ja. Tri, auch du solltest dich hinhocken. Ah, Chris ist gut getarnt. Alles klar. Dann schauen wir mal durchs Zielfernrohr. Da ist er. Okay, jetzt auf der anderen Seite des Daches. Das ist natürlich eher gut. Sieht er uns nicht so gut. Außerdem hat er irgendwie ein Sturmgewehr oder Maschinengewehr oder irgendwas in der Art in der Hand und kein Scharfschützengewehr. Okay, dann können wir vielleicht, wenn ich den mit Sie. Chris im Blick behalte, doch hier unten Bueno. langschleichen. Ja. Yep.
Okay. Ja. Nett gemacht. Ja. Mal schauen, wie gut es klappt. Ja. Hier. Jawohl. Ich hab jetzt nicht gespeichert, das ist der neue, Konrad. Bin bereit. Toll. Ja. Wird gemacht. What's up? Yo. Beim Betreten des Sektors, ja, was man ja eigentlich auch immer machen sollte, kann natürlich sein, dass das jetzt hier schief geht. Ja, ich bin dabei. So, sind alle vorgezogen? Si. Nein. Gel fehlt noch. Schauen wir mal. Ja, alle außer Chris. Je größer die Truppe, desto geringer die Disziplin. So ist das hier, ne? In der Truppe. Der Großen. Waff, waff. Ja, der sagt What's up. Okay, jetzt sieht Christian nicht, das heißt, er sieht, kann uns eigentlich auch nicht sehen. Seh. Stechende Logik, oder? Ja. Halt die Frage, ob ich nicht doch mal die... Wird gemacht. Schleichen ausmachen kann, weil der ist ja noch weit genug weg. Yep. Damit sie hier ein bisschen schneller vorankommen. Boah. Geht aber auch nicht schneller. Nett gemacht. Ja. Stimmt, das ist ja der Weg. Der gesamte Weg, wenn sie jetzt rennen würden. Wird ja jetzt da angeleuchtet. Bin bereit. Okay. Ja. Ich bin dabei. Ja. Du musst dann wieder denjenigen suchen, der die Drahtschere hat. Wie immer. Yep. Von den Lieben. What's up? Ist cool. Si. Comprendido. So, okay. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Alles gut. Der sieht uns weiterhin nicht. Wenn er da hinten bleibt. Oh, oh, die Miliz wird hier schon wieder aktiver. Ja. So, also hier kommt man auf jeden Fall durch, würde ich sagen, an der Stelle. Wenn sich hier ein Loch reinschneidet. Denke ich zumindest. Vielleicht auch hier. Erstmal noch nicht relevant. Ja. Mal ran. Bin bereit? Bin jetzt auch. Toll. Ja.
Ja. Der Kopf runter und... Fern es geht, zumindest. Tschaba. Yep. Schaffst du es bis hierher? Schaffst es, aber wer hat... wer hat jetzt das... Schaffst es gar nicht. Alright. Was will ich denn für ein Quatsch? Sie. Wer hat jetzt die Drahtschere? Claro. Nee, in dem Winkel sollte er eigentlich auch nichts mehr sehen. Ah, er hat noch Geld. Jawohl! Ja? Noch das Loot von dem General. Ja. Nett gemacht. Yep. Ja. Tja. Jetzt habe ich doch alle durch. Am Ende hat Christy? Nee. Chris hat sie auch nicht. Sie. Also Miguel, bei Miguel sehe ich keine Drahtschere. Ja. Bei Barry sehe ich keine Drahtschere. Bei Bin bereit. Fox sehe ich keine Drahtschere. Konrad sowieso nicht. Yep. Trevor. Ich weiß, wo sie ist. Mit diesem Rucksack. Die ist im Rucksack. Okay, ich lasse jetzt noch eine Runde vergehen. Dann ziehe ich Chris nach. Komme hoffentlich aus dem Kampf raus. Und kann die Rucksäcke nochmal aufsetzen kurz. Aus dem Rundenmodus raus. Ja, der soll da laufen. Boah, wuseln wir die da rum. Nee, dann drehe ich ihn mal kurz weg. Sie. Die noch nicht ganz dran sind, lasse ich mal noch den yep. Kopf runternehmen. Ja. Yep. Ja. Dann komme ich hoffentlich nochmal raus aus dem Rundenmodus. Jetzt sollte ich auf jeden Fall niemanden mehr sehen. Es sei denn, die schlagen jetzt Alarm wegen der Miliz. Stoppt. Halt. Okay. Wir machen es anders. Damit. Damit ist ja dann Alarm geschlagen, würde ich sagen. Ja. So ein Rambo-Messer kann ich nicht zufällig. Kann ich den Zaun erstechen.
Hilft mir nicht, den Zaun zu erstechen. Vorsicht, ich habe etwas gehört. Armeen des Feindes. So, Carlos hat eine Unterbrechung. Verbessert sich nur hier. Warum ist denn Carlos eigentlich noch so weit hinten? Dass er ihn getroffen hat, würde ich sagen. Oh oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Noch nicht an Zeit für mich. Knapp vorbei. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Das war... Caramba! Das war gerade Friendly Fire, mein Bester. Bis sie den nicht, weil der Baum so ungünstig positioniert ist. Ja. Sie. Meine Miliz macht alles alleine. Sie. So, dann wäre die Frage, kommen wir vielleicht trotzdem nochmal raus aus dem Kampf? Oh, hat hier jemand gerade was gesagt? Ja, von Osten, das kann halt im Gebäude drin sein. Jetzt nicht mitten in den Hof reinwandern. Sie. Alles klar. Das ist Verstärkung, die kam von Norden. Das könnte... Oh, oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Das könnten einige sein. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Nee, das lief ja schon die ganze Zeit nicht wie geplant, von daher. Alter Scheiße. Ne, das sind Granaten. Sie. Es ist jetzt die Verstärkung, die von Norden reinkam. Hier waren ja auch Truppen. Die sind jetzt hier mit reingewandert. Jetzt haben wir 31 Feinde in dem Sektor. Und Chris hat auch schon was abbekommen. Die sind hier zwar direkt am Rand, von daher sind hier auch nicht so viele Gegner am Rand, aber trotzdem. Jetzt ein bisschen die Frage, sollte ich das jetzt trotzdem angehen? Ist jetzt noch nicht so schlimm. Chris hat keinen so harten Treffer erlangt. Die Miliz hier ist klar tot, die auch. Die haben keine Chance mehr. Die waren halt mittendrin. Jetzt, wo sie alle von Norden reingekommen sind, haben sich wahrscheinlich auf der gesamten Fläche verteilt. Hier oben sind zwei, hier ist einer. Hier sind noch mehr, die den gerade
umgehauen haben. Und die stehen hier alle schön versammelt. Könnten es mal versuchen, trotzdem anzugehen. Schieße ich in den Torso. Zieht bestimmt nach oben. Bei einfach ein gezielter Kopfschuss. Ja. Nee. Nicht ja, sondern nee. Der ist ja extrem akkurat. So, und dann... Nach da. Geh in Deckung. Und... Seh! Carlos sieht sie nicht. Jetzt sieht er ein. Und hockt doof da. Okay, da ist einer, den sieht Mad Dog. Versuchen wir mal, den anzugehen. Verdammt! Hat's wehgetan, Rattenarsch? Okay, Tyrawal, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Ja. Schön, dass du kurz da warst. Und dann viel Spaß morgen beim Zuschauen. Wie ich das Ganze hier hoffentlich geklärt habe. Schlechte Sicht. Gute Nacht. Ja. Yep. Immer. Oh, sie sieht ihn nicht. Aber den sieht sie. Aber es ist natürlich ungünstig, dass sie da an allen vorbeischießen muss. Och, und auch bei dem. Trifft sie ihn noch in den Hintern. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Schuss ins Blaue. Ja. Mit ihm könnte ich natürlich einfach mal eine Granate hier in die Richtung feuern. Wenn die dann ankommt. Stell dich mal hin, dreh dich mal um. Sieht aber nicht so aus, als würde die ankommen. Ihm würde sie kommen. Ganz schön wenig Schaden gemacht dafür. Für den Rums, würde ich sagen. Okay. Soll egal sein? Hier. Ja. Mal weiter irgendwie. Ja, Schüsse ins Nichts. Yep. What's up? Hier mal so eine Salve rein.
Bin bereit. So, Fox kann mal die Ecke hier in Deckung. Ja. What's up? Die Ecke aufpassen. Yep. Ja. Dass ich da noch überrascht werde. So, da ist wieder nichts zu sehen, überhaupt nichts. Sie. Das nochmal versucht. Gell, sieht nichts. Oh. Trifft aber. Sie werfen weiter viel mit Granaten. Okay, das hilft Mad Dog jetzt nicht. So ein Mist. Ja, da werden noch einige kommen. Und wir sehen leider nicht gut. Und die sind gut ausgestattet mit vielen Granaten. So wie man das merkt. Sind die Milizen hier schon alle hart in Bedrängnis. Verteilt euch mal ein bisschen. Mensch. Ihr Verrückten, ihr. Machen sie aber auch nicht. So, Mettag, du darfst. Du darfst Burst Fire in die Richtung. Nochmal, den hinteren. Jetzt haben sie sich hingelegt. Ja. Linz. Hilft nix. Siehst aber den. Versuchen wir es. Oh. Ja. Schlecht. Pisse. Pisse? Hat er gerade wirklich Pisse gesagt? Ja. Okay. Sehr schön. Mal diese Weste in der Hand. Wahrscheinlich, weil ich die reparieren wollte. Bin bereit? Ja. Ich sehe halt wirklich absolut nix. Hier in dem Gebiet. Ja. Ob ich stehe oder liege, ganz egal. Ja. 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 Am Kopf getroffen. Zweimal. Yep. Gehabt.
What's up? Glück gehabt. Ach so, ins Nichts schießen. Ja. Ah, Dimitri. Genau. Dimitri habe ich übersehen. Geh dich mal darüber. Wie weit kommst du mit deiner Granate? Wirklich dahin. Da so. Zu dem. Werf die mal dahin. Ja, und töten wir einfach die Miliz, die da sitzt. So kriegt man natürlich auch den Zaun kaputt. Den man den einfach kaputt schießt oder kaputt sprengt. Ja. Ja. Bin bereit. Sie. Voll die schlechte Sicht hier. Er kann natürlich dahin zielen. Wenn die jetzt hier vorkommen, müsste er eigentlich freie Schussbahn bekommen. Ja. 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 Alle erstmal bewegt. Ja. Yep. What's up? Here. Irgendwie ja. Sie. Ja. Außer ihn. Mal schauen. Oh. Ah. Eine weitere Miliz erledigt. Was war das? Aber der hier ist auch umgekippt. Mierda. Sind echt gut ausgestattet, meine Milizen. Schade drum. Bin bereit. Schade drum, dass sie nichts machen können. Runde. Ja. Mad Dog sieht die beiden zumindest. Der ist der Einzige, der hier irgendwas sieht noch. Außer Chris natürlich. Ja. Vince auch, aber Vince kann halt... halt kein guter Schütze. Eins für Arulko. Wollte ich gerade sagen, aber mit der richtigen Waffe klappt's auch. Ja. Ja. Nimm dir mal das Scharfschützengewehr. Gucken wir mal, was sich da tut. Ja. Lad mal nach. Bin bereit. Ja.
Si. Er zielt hier auch schon in die Richtung. Ja. Ja. So. Ira hätten wir noch. Ira. Geht das Scharfschützengewehr geben? Sieht sie den dann vielleicht? Nicht. Kann es trotzdem versuchen. Das reicht doch. Gut, Ira, sehr schön. Ja. Einfach mit einem Schuss ins Dunkle. Ja. Ja. Yep. Trevor, vielleicht kannst du den noch treffen. Sehr schön. Es ging wieder durch den Baum hindurch, dadurch wenig Schaden gemacht. Aber... Noch nicht an Zeit für mich. Ich liebe diesen Nervenkitzel. Knapp vorbei. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Habe Windhauch gespürt. Gut, die Truppe ist jetzt... Ja. Iggy und Dimitri kriegen eine Unterbrechung. Sehr schön. Und Dimitri müsste... Ja? Da hockt er. Nicht mehr besser? Okay, da wird es noch einmal besser, das Zielen. Jetzt muss er erstmal nachladen. Ja. Sehr schön. Der ging halt mittendurch, durch die Bäume wieder mal. Okay, Chris. Jetzt... Bin bereit? Nee, das... Kommen wir mal hier zusammen. Bin bereit? Die sollte ja niemand sehen, denke ich. Ja. So, der stirbt, der ist fast tot. Ja. Vielleicht kann Mad Dog das jetzt klären. Hat's wehgetan, Rattenarsch? So, dann wenden wir uns der Richtung zu, wo wir dann wieder nichts sehen können. Drei lebende. Ja. Sind haben wir noch? Ja. Okay, die sind schon mal ausgerichtet. Ja. Die auch. Hier. Können wir uns mal ein bisschen breit machen? Sieh. Carlos sieht ihn auch. Er kann sogar noch schießen. Dann macht er das doch. Ja. Wird gemacht. What's up? Dann werden wir uns mal ein bisschen ausbreiten hier.
Yep. Nicht alle auf dem gleichen... auf dem gleichen Fleck sitzen. Ja. 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 So, das hilft dir schon mal. Sie. Guckst noch ein bisschen, falls hier jemand rumkommt, das haben wir jetzt vernachlässigt. Oh. Oh, oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Der ist auch tot. So, wir werden hier auf der Karte wahrscheinlich noch einige Gegner haben. Die rennen jetzt vielleicht auch rein ins Feuer. Ja. Ja. Vince und Iggy haben die Chance. Sehr schlecht. Ja. Das ist wahr. Oh. Du oft nicht triffst. Das bin ich von dir nicht gewohnt. Und Vince ja. ist jetzt nur nicht der beste Schütze. Wir versuchen es einfach trotzdem. Hat nicht sein sollen. Irgendjemand sieht den. Mindestens die Miliz. Ja. Vince sieht ihn auf jeden Fall nicht mehr. Schauen mal durch die Trupps. Wie es aussieht, sieht ihn niemand. Ja. Jetzt sieht ihn Trevor. Oh. Ah. Oh, right on. Ja. Dann ist es das auch. Sie. Ja. So. Bin bereit. Du rennst jetzt. Weiter hoch. Ist auch nicht ideal. Chris, du deckst das Dach. Genau. So ist der Plan. So, wie steht's? Wir haben noch 20 Feinde. Im Sektor. Einer, nee, den haben wir gerade erschossen. Genau, Osten, Südosten, das ist alles im Gebäude, die kommen da jetzt noch nicht raus anscheinend. Da ist einer. So, Chris ist verbunden. Lege ich jetzt mal die Westen ab, weil die ja nur unnötig Gewicht sind. Bin bereit. Hier rumschleppe. Hab ich. So, kann den irgendjemand sehen? Ja. Aber irgendwie nicht. Ich kann es versuchen. Trifft ihn trotzdem, auch wenn er ihn nicht sieht. Ein Baum im Weg, den ja. hat er auch gerade getroffen, den Baum. So. Sehr gut. Ja. Suchen wir es einfach weiter. Ja.
er jetzt, glaube ich, auch nicht zum Dauerfeuer übergehen. Weil er ja den Gegner nicht sieht. Ja. Ja. Läuft doch. What's up? Dem Schießen ins Nichts. See. So lange geschossen, bis er umgekippt ist. Okay. Gut. Ja, werden halt noch weitere kommen von hier, nehme ich mal an. Den werden jetzt die Milizen erledigen. Oder auch nicht. Hier ist jetzt ein Loch in der... Ja. Im Zaun. Ja. Ach, jetzt sieht er ihn, wo er liegt. Interessant. Renne mal in die Richtung. Dann kann Trevor da gleich durchgehen. Oh oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Hoffentlich. Wenn er nicht beschossen wird. Sie, Soldaten von Herrin. Carlos und Miguel kriegen eine Unterbrechung. Carlos trifft schon mal gut. Echt Miguel? Nee. Das war doch nicht Miguel, das war Mad Dog. Ja. Mad Dog trifft den und nicht irgendwen. War nicht schlecht. Die machen halt wieder Blech. Wo ist mein Runner? Ja. Da ist Trevor. Ich werde erstmal nur mit ihm durchrennen. Juhu! Da sind die Verbrecher. Oh. Genau. Ja, sowas habe ich befürchtet. Okay. Ja. War das gar nicht so gut, da durchzurennen? Treffer. Treffer. Ja. Ja. Sehr gut. See. Da kann er nicht treffen. Kann Chris da treffen? Ja. Schade. Bin bereit. Ja. Hier. See. Ja. Hm.
Na, hoffentlich sind sie ein bisschen eingeschüchtert. Da sind einige. Aber sie haben anscheinend Trevor nicht gesehen. Glück gehabt. Ah, Hell's Bells! Ja, du siehst sie alle, aber sie sehen dich nicht. Da sind die Verbrecher. Da sind die Verbrecher. Alter Schwede. Ja, komm, mehr. Ja. Okay, jetzt wird es sich mal lohnen, den Mörser auszupacken, glaube ich. Brian, wie wäre es denn mit einer schönen Mörsergranate? Genau hier hin. Oh, fucking hell. So, lief's doch gut. Yep. Gesund steht da immer noch. Dann leg dich mal hin. Schlecht, kritisch, schlecht, schlecht. Der gesund ist, gefällt mir nicht. Mach mal den doch mal ungesund. Genau so. Ja. Ansonsten, was geht hier? Wenn ich Mad Dog hinstelle, ihm eine Granate gebe und der da in die Richtung wirft, kann er dann treffen. Nicht gut aus. Gut, dann bleibt er liegen. Versucht's anders weiter. Macht nichts, weiter geht's. Ja. So, der wäre erledigt. War auch ein Treffer drin. Ja. Sehr schön. Yep. Vince. Dann ziehen wir mal mit Ira nochmal hier auf die Gesunden. Sehr gut. Ja. Ja. Den Mörser können wir gerade nicht neu laden, weil der Mörser ist ja... Ja. Er hat Nachschub im Rucksack. Okay. Der hier ist nur schlecht. Ja. Jedes Mal getroffen durch zig Bäume durch. Yep. Ja. Ja. What's up? Wir krabbeln mal weiter ran. Auf den zu schießen. Ah, klasse. Noch eine Miliz getroffen. Ja, wir suchen auf den Starken. Sehr gut, Carlos. Ja. Bin bereit? Ja. Okay, Grizzly sieht sogar was. Unglaublich. Grizzly
Chris sieht nichts und trifft nichts. What's up? Ja. So, waren alle irgendwie dran? Sie. Miguel war noch nicht dran, aber Miguel hat... Bin bereit. Fox kann eigentlich nur weiter vorkrabbeln. Hamus, wo ist denn eigentlich Hamus? Aktionspunkt? Soll ich doch nur drehen? Okay. Wo ist eigentlich Hamus? Steht da noch rum? Den haben wir voll vergessen. Den ziehen wir auch vor. Logischerweise. So, die sind erstmal alle. Hat hier jemand gerade was gesagt? Geschwächt von dem Mörser, denke ich mal, hoffe ich mal. Sieht halt leider auch nix. Erstmal runter. Ich bin bereit. Ja. Okay. So, der stirbt, der ist kritisch, der ist ebenso kritisch. Wir gehen auf den. Ist der auch kritisch und erschöpft? Dann nehmen wir den. Packen den aus. Alright, on. Mittag sieht den hier noch. Nehmen wir so gut wir zielen können. Einer hat auch getroffen. Von den vielen Schüssen, die er versucht hat. Ja. Vince, kannst du den hier vielleicht umhauen? Wenn du den nicht siehst. Ja. Oder Brian. Brain natürlich. Ich werde immer Brian zu ihm sagen. Ja. Dimitri. Der ist nur kritisch, den nehmen wir einfach mal aus dem Raum. Keine Kugeln! Ja. Sie. Carlos. Versuch mal den da. Sehr gut. Hier. So, damit wäre das Schlimmste schon mal überstanden. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Die sind noch mehr, die sind jetzt wieder weggegangen. Also mindestens einer ist wieder weggegangen. Ja. Oder Trevor sieht ihn nur gerade nicht. Ja. Ich werde doch noch eine Schießübung machen. Tja, so nicht. Ja. Macht sie Dimitri. Sehr gut. So. Haben wir da ein ganz schönes Massaker angerichtet? In der Ecke? Ja. Ja. Aber auch nicht besser, wenn er jetzt hockt. Okay, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 11 Feinde. Darunter auch die, die wahrscheinlich immer noch nicht rausgekommen sind, also die wir immer nur hören.
Das ist jetzt die Frage, wie man da jetzt am besten vorgeht, eigentlich. What's up? Ja. Muss man die jetzt verbinden? Die Milizen, damit die nicht gleich sterben? Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ja. Es gibt noch Feinde in der Nähe. Er rennt lieber weg. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Da genau. Sind die Gangster. Ich sehe sie. Ja. Genau das habe ich halt befürchtet. Ja. Yep. Zu viele ja. Bäume im Weg. Er hat gut getroffen. See. Können wir mit Carlos vielleicht abschließen können? Leider nein. Ich muss nachladen Kugeln. Musst du jetzt wohl? Und du hast gar keine Munition dafür. Boah. Oh, der hat sogar noch Aktionspunkte. Vorsicht, ich habe etwas gehört. Okay, okay. Sieh. Der war mächtig gewaltig. Ja. Der Schuss. Okay. Ja. Ja. So, dann mal los. Ja. Ja. Wird gemacht. What's up? Ja. Bin bereit. Gib Wasser. See. Here. Ja. Ja. Yep. Ja. So. Sie. Yep. Oh oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Nordosten, Osten. Aufmerksam bleiben. Sie laufen hier noch frei herum. Ja. 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 Was?
Okay. Alle reinkommen. Könnte einen Blick wert sein. Ich sehe etwas. Was ist das? Die hat sich dem jetzt ausgeliefert. Sozusagen. Was ist das? Ja. Ja. Was ist das? Ja, da sind viele Gewehre. Habe hier was. Ja, hast du. Sieh. Bin bereit. Sieh. Nein. Erb. Ja. Ja. Weiter geht's. Okay, hier sind noch ein paar, die noch nicht rübergerannt sind. Ja. Ah, sieh da. Ah, sieh da. Was ist das? Ja. Nimm doch einfach erstmal alles auf. Sieh. ¿Qué pasa? So, okay, ich glaube, ich habe alles. Alle. Dann. Oh, der rennt weg. Was ist? Ich habe etwas gehört. Wer mache diese Geräusche? Von unten, von unten, von unten. Richtig, die sind jetzt natürlich alle unten. Treffer. So ein Mist. Ja, sie braucht Verstärkung. Okay. Sie. Gil, komm mal runter. Wir wissen auch nicht, ob auf der anderen Dachseite vielleicht nochmal jemand lauert. Das ist sehr gut möglich. Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. ¿Qué pasa? Erstmal alle hochholen. What's up? Wir noch einen Punkt Kraft dazu gewonnen. Der Carlos beim Klettern. So, okay, jetzt sollten alle oben sein. Ja.
Wer hat denn noch ein Scharfschützengewehr von euch? Ja. Yep. Die Ira kann doch mal hier rüber zielen. Achso, die macht das, glaube ich, schon. Bin bereit. Wir sehen noch nichts. Ja. Ist weiterhin verwundet, aber Vince hat sein Medipack verbraucht. Hoffentlich blutet er jetzt nicht mehr. So. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Was war das? Das ist der zweite Schwarze. Das scheint so, als seien die... Nee, der ist noch nicht fertig verbunden. Ja. Die Gegner, die jetzt hier in dem Sektor sind, tatsächlich... Elite. Ist versehentlich geschossen. Elite-Gegner. Okay, wer hat denn noch so ein gutes Scharfschützengewehr wie Vince hat, reichweitenmäßig? Das müsste eigentlich. Bin bereit. Sie sein, aber. Ja. Muss ich leider eine Waffe ablegen. Okay, sie sehen nicht genug. Wie sie sehen, sehen sie nicht genug. Bin bereit. Bist du mal da lang? Ja. Jetzt hat er zumindest mal den ganzen Überblick über diese Seite. Der Dimitri, und da scheint keiner auf dem Dach zu sein. Ja. Auf der Seite. Kann er was aufklären? Leider nicht. Also wieder runter mit ihm. Sie. Also, er hat ja keine Munition mehr für seine Scout. What's up? Wo da ist ja der mit der schwarzen Weste, den sie hier kurz gesehen hat. Hier. Oder derjenige, den wir hier in Zio idealerweise gleich holen. Im Wasser. Yep. Ja. 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 Sie. Ich sehe einen Gegenstand. Mhm. Yep. Ja. Ja. Ja, gemacht. Ja. Grizzly ist noch unten. Mit Medipack. Bester Arzt, verarzte den doch nochmal. Bester Arzt Grizzly. Ja. Okay. Ansonsten hatte ich Chris noch hier oben irgendwo. Da ist er. Ja, da ist viel los in der Halle.
hat sie das jetzt gemacht? Hat sie einen Todeswunsch? Na, zum Glück hat das geklappt. Vielleicht kann ich mit denen hier oben jetzt auch noch was ausrichten. Aber ich musste erstmal gucken. Bin bereit. Was wir jetzt sehen, wenn wir hier lang gucken, ob da noch ein Feind ist. Auf dem Dach, wir sehen es immer noch nicht. Ja. Sie. Ja, Miguel sieht niemand. Bin bereit. Dann ist da hoffentlich auch niemand. Ja. Es gibt Ärger. So, Barry. Gib dein Bestes. Ach, es gibt noch Hoffnung für mich. Wir müssen die Miliz retten. What's up? Ja, das wird nix. Hier. Konrad kann nochmal schießen. Aber auch nicht. Ah, klemmt! Ich brauche bessere Instandhaltung! Nee. Sie. Sollte nicht sein. Ja. Gib Wasser. Ja. 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 Ich bin dabei. Ja. Ihm jetzt helfen können? Der will sich nicht helfen lassen, ne? Ja. Yep. Sie. Bin bereit. Yep. Ja. Na, zum Glück greift er sie nicht an. Aus irgendeinem Grund. Ja. Er lässt sich nur angreifen. So. Willst du es jetzt klären? Klärt eigentlich so wirklich gut durch alle. What's up? Sie nicht gehört, zumindest. Gute Nacht. Warum? Dann auf ne. Ach, in der Kita, ja. Stimmt. Stimmt. So, naja, jetzt geht's, denke ich, voran.
wird der jetzt nicht mehr lange überstehen. Ja. Jetzt haben wir alle ihre Aktionspunkte noch. Hier. Seine Waffe fixen.